Ja, hallo und herzlich willkommen, Minecraft-Freunde, zu einem neuen Let's Show-Part hier von mir, hier wie auf unserem SimCity-Server. Da ist wieder ein bisschen was entstanden, eigentlich jetzt wieder so ein bisschen mehr im Industriebereich wird es heute wieder gehen. Und ja, da habe ich mir etwas Größeres wieder überlegt, was ich gebaut habe, was natürlich auch, denke ich mal, schon interessant ist. Auf jeden Fall für die Leute, die auf Fahrzeuge stehen, Logistik und so. Ja, und zwar habe ich mir überlegt hier, wie man ja hier schon sieht, ein Riesengelände. Man sieht schon ja diverse LKW, auch sehr viele bunte LKW. Dazu kommen wir ja gleich, wenn ich auflöse, was das hier ist. Aber ich zeige euch mal hier. Es ist halt wirklich ein Riesengelände hier. Also ich habe wirklich hier ein Riesengelände mit einer riesenlangen Halle hier und Kleinhallen. Und ja, das Ganze soll hier sozusagen ein LKW-Hersteller sein. Also die LKWs müssen ja auch irgendwo hergestellt werden. Und ja, da habe ich mir überlegt, baust du hier auch mal so einen LKW-Hersteller her, so mit allem Möglichen, was dazugehört. Die Hallen habe ich alle und das Gebäude da hinten alle so im gleichen Stil gebaut, dass man sieht, dass sie zusammengehören. Das habe ich ja bis jetzt ja immer gemacht, wenn ich irgendwelche größeren Bauten hatte, wo mehrere Gebäude waren. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen mal hier mit dem LKW an, der hier was anliefert. Der liefert sozusagen hier diese Unterbodenplatten der LKWs an, also noch komplett nackig, keine Rücklichter, kein Motor, keine Scheinwerfer, kein Aufbau, kein Kasten, gar nichts. Also nur der Unterboden sozusagen, der hier angeliefert wird mit so einem, ja, kann man schon sagen, Schwerlasttransport, weil er ein bisschen höher ist. Also von der Länge her ist er ganz normal lang wie so ein normaler 40 Tonner. Aber hier von der Höhe her wird es, denke ich mal, würde es doch schon als Lastentransport zählen. Ja, der steht dann hier vor dieser großen Halle, wo sozusagen von dem Stapler dann, der dann hier noch kommt, sozusagen hier dann das eingelagert wird, der Unterboden. Hier hat man ja auch noch verschiedene Unterböden, hier sozusagen nur von der Zugmaschine und hier weiter hinten dann eben, wie gesagt, wie auch da draußen für die mit Kasten. So, dann haben wir hier ein paar Kisten mit so kleineren Zeugs, wie zum Beispiel hier Kuhfänger, Kühlergrill, Schilder, Glasscheiben für die Seitenspiegel und natürlich auch hier alles voll gemacht. Klar. Ist sozusagen das Lager, wenn da irgendwann dann wieder was fehlt, muss dann nachgestellt werden. Hier haben wir dann einen Riesenbereich mit Eisenblöcken. Das ist sozusagen für den Aufbau des Koffers und des Führerhauses. So, dann haben wir hier einen Schritt weiter ganz viel Kohleblöcke. Das sollen die Motoren darstellen, die halt eingebaut werden. Das ist alles, sollen alles Motoren sein. Hier haben wir dann im Glas für die ganzen Glasscheiben, die eingebaut werden in den LKW. Dann hier Redstone, auch Riesenblock mit für als Rücklichter. Dann die Scheinwerfer als Glowstone und zu guter Letzt natürlich hier auch nochmal Kohleblöcke, die sozusagen Reifen darstellen sollen mit den Knöpfen. Ich finde, das sieht ganz gut als Reifen aus und ja. Dann geht man hier sozusagen wieder raus, kommt dann sozusagen in diese riesen lange Halle, die wir ja hier schon gesehen haben. Also extrem lang. Wir werden auch gleich sehen, warum. Ja, hier haben wir dann erstmal einen kleinen Raum, wo halt eben die Stapler abgestellt stehen, hier zum einen eben zum Laden. Dann haben wir hier ein kleines Kabuff. Hier ist einfach nur eine Toilette drin für die Mitarbeiter, die hier in der Halle arbeiten. Und ja, dann haben wir hier so einen riesen Stapler, der gerade sozusagen so einen Unterboden aufs Fließband legen möchte. Sieht man hier auch komplett nackig, wie auch in der anderen Halle euch schon gezeigt. Oh, ups. Und das wird dann hier wie gesagt aufgelegt und dann geht es hier sozusagen zum Produktionsweg, wie der LKW dann aufgebaut wird. Habe ich mal abgetrennt mit so Wänden. Hier kommen wir dann sozusagen, wie man ja schon sehen kann, Kohleblöcke mit Knöpfen. Kommen wir hier in den Bereich, wo die Räder montiert werden. Hier werden dann die Räder montiert an den LKWs. Sozusagen hier vorne habe ich noch nicht gemacht, weil es soll ja so aussehen, als würde es gerade gemacht werden. So, dann geht man hier weiter in den nächsten Bereich. Hier hat man dann ganz viele Eisenblöcke. Und ja, das ist noch nicht der Kasten. Das ist erstmal hier nur für das Führerhaus, wird hier erstmal gebaut. Man sieht hier vorne auch noch komplett nackig, keine Scheiben drin, gar nichts. Also nur die Räder dran und das Führerhaus. Dann geht es in den nächsten Bereich. Hier sieht man schon, wird dann der Motor eingebaut. Habe ich natürlich auch hier vorne schön hier
dargestellt und hier wird auch gleich eben der Kühlergrill, Kuhfänger oder eben Schild angebracht an dem Motor. Dann geht es in den nächsten Bereich. Hier hat man dann Redstone und Glowstone. Auch hier auf der anderen Seite, wo dann hier sozusagen die Rücklichter und die Scheinwerfer eingebaut werden in den LKW. Also langsam nimmt der Form an, aber auch immer noch, ja, sieht dann noch nicht aus wie ein richtiger LKW. So, in dem nächsten Bereich hier kommen wir dann zu den Glas, also Glas und Glasscheiben. Hier werden dann die Scheiben eingebaut und die Seitenspiegel angebaut. Also dass das Führerhaus schon mal soweit fertig ist, aber hinten fehlt ja noch was. Und da kommen wir natürlich jetzt hier in den Bereich, wo auch wieder ganz viele Eisenblöcke liegen. Und ja, hier wird dann sozusagen der Kasten gebaut und alles eben wie gesagt aus Eisen, also komplett nackig, weil in der Produktion ist es ja auch so, dass die noch nicht lackiert wurden oder so. Die werden ja erstmal nur hergestellt und dann individuell lackiert. So, hier fährt dann sozusagen einer der fertigen LKW schon raus. Wird dann da hinten zu den LKWs gebracht. Da fliegen wir jetzt als nächstes hin. Wie man hier auch schon sieht, so extrem viele LKW stehen hier. Und alle hier nur mit diesen Eisen, also Eisenblöcken gemacht. Hier haben wir ein paar einzelne Zugmaschinen, die gebaut wurden. Und hier hinten halt eben die ganzen LKWs mit Kästen. Auch alle, wie gesagt, komplett nackig, nur aus Eisen. Weil die, wie gesagt, noch gar nicht lackiert wurden. Weil die erstmal nur hergestellt wurden. Und bis jetzt noch darauf warten, lackiert zu werden. Hier kommt dann auch der LKW sozusagen dann hin. Ist ja noch ein bisschen Platz. So, dann, das gucken wir uns später an, das Bürogebäude. Dann gehen wir hier rüber zu der Halle. Hier drüben ist dann die Halle, wo dann die LKW sozusagen lackiert werden. Habe ich auch hier mit Schienen gebaut und hier so eine Art Konstruktion, die halt nach vorne dann so geschoben wird. Und hier eben so ein bisschen Technik und hier kommt sozusagen dann die Farbe raus. Hier sieht man auch schon, wird da teilweise orange. Also in dem Bereich, wo jetzt das Ding schon ist, ist der LKW schon orange, also schon lackiert. Und hier vorne, wie gesagt, ist er noch nicht lackiert, weil das Ding muss ja erstmal dann hier nach vorne fahren. Und ja, wird dann halt, wie gesagt, der LKW hier lackiert. Verschiedene Musterungen werden dann auch noch reingebracht, also wie die Firmen das gerade wollen oder brauchen. Und ja, ich finde, das habe ich ganz gut gelöst eigentlich. Also ich bin ganz zufrieden damit. So, dann gehen wir wieder raus und es wird schon wieder Nacht, das gefällt mir nicht. So, ja, dann haben wir hier, wenn die lackiert wurden, haben wir hier zum einen die Zugmaschinen, die lackiert wurden, alle noch komplett ohne Kennzeichen, also sind noch nicht zugelassen und ja, sind wie gesagt hier alle für irgendwelche Firmen schon zugelassen. Hier habe ich natürlich auch extra mir die Mühe gemacht, zum Beispiel eine Herstellungsnummer, dann hier für welches Unternehmen ist das Fahrzeug, dann Fahrzeug und dann was es für ein Fahrzeug ist. In dem Fall sind es ja nur Zugmaschinen, hier zum Beispiel auch G&G, Baustoffe und ja, also immer so ein paar Firmen mir überlegt oder hier Forstamt, Zugmaschine und ja, hier auch natürlich für mein Imperium habe ich natürlich auch noch zwei Zugmaschinen, M-Transporte, gleich nebenan. So, und dann da, auf der anderen Seite haben wir dann sozusagen die anderen LKWs. Hier sind oder, natürlich werden auch so Sonderfahrzeuge hergestellt. Die natürlich werden auch Sonderfahrzeuge hergestellt, wie zum Beispiel hier der Sandkipper mit Schaufel. Ja, hier natürlich auch wieder hier mit einer Nummer, Baunummer, also Herstellungsnummer, dann BGE, Baustellentechnik, Fahrzeug und dann Sandkipper. So, mit S soll mit Schaufel heißen, dann eben hier so ein normaler Kasten. Das sind dann aber hier nur 7,5 Tonner. Habe ich natürlich, wie gesagt, immer mir auch irgendwelche Unternehmen ausgedacht. Hier natürlich sieht man ja schon am Design, das sind dann wieder welche für mein Imperium, M-Transporte. Auch hier wieder mit der Herstellungsnummer 2 Stück. Dann hier für die Feuerwehr natürlich auch ein Fahrzeug, ein neues. Und haben ja auch manchmal so ein LKW mit Kasten. Und ja, dann haben wir hier auch noch, wie gesagt, ein Umzugsunternehmen, das muss ich auch noch bauen. Dann hier, wie gesagt, ein LKW-Werkstatt, Fahrzeug, Werkstattwagen, auch wieder so ein Sonderanfertigung, Sonderfahrzeug, was sozusagen auch hier dann nachträglich gebaut wird. So, hier haben wir gleich zwei, hier haben wir dann nochmal welche, nochmal 7,5 Tonner. Dann haben wir hier einen Abschleppwagen, Fahrzeugabschleppwagen, Fork-Abschleppdienst. Auch wieder mit Herstellungsnummer und ja, hier ein Fahrzeug für M-Post,
auch hier, wie gesagt, noch gar nicht angemeldet. Die sind alle, wie gesagt, noch gar nicht angemeldet. Deswegen stehen die auch hier auf der Seite. Daneben an ist ja auch noch Platz. Und die stehen dann, wie gesagt, hier und warten darauf, bis sie angemeldet werden. Wenn sie angemeldet wurden, kommen sie dann hier rüber in diesen Bereich hier, den ich hier gemacht habe. Hier, wo hier auch die zwei LKW schon stehen. Hier sieht man ja schon, die haben ja auch noch schon Kennzeichen bekommen. Aber haben auch noch hier eben das, was es ist für Diamantlogistics. Ist der hier sozusagen. Und ja, hier sozusagen ist auch einer für M-Post schon angemeldet. Sieht man ja auch hier mit Kennzeichen. Habe ich extra gemacht, dass man sieht den Unterschied. Und ja, hier kommen dann sozusagen die LKWs hin, die dann halt angemeldet wurden und dann abholfertig sind und dann abgeholt werden können. So, dann gucken wir uns auch nochmal kurz das Bürogebäude an. Das habe ich so gestaltet hier, so ein bisschen hier, auch hier wieder ein bisschen was mit Design. Also finde ich ganz gut, sieht ganz nett aus. Ist jetzt nichts Großes, aber man kann es, denke ich mal, so nehmen. Also ich bin damit zufrieden. Passt sich auch gut den Werkstattteilen hier an. Und wir gehen natürlich auch mal jetzt hier rein und gucken uns das Ganze auch von innen an. Haben wir hier sozusagen einen Wartebereich zum einen oder hier einen Bereich, wo man sich melden kann, wo dann die Sekretärin oder der Empfang ist hier, wo man dann sich halt melden kann oder irgendwelche Bestellungen aufnehmen geben kann, was man möchte oder so. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, zweimal Toiletten, einmal Männer, einmal Frauen. Muss natürlich auch sein. Auf der anderen Seite haben wir eine kleine Küche für die Mitarbeiter, dass sie sich hier was Kleines zu essen machen können. Ja. So, dann gegenüber haben wir dann sozusagen ein Büro mit zwei Büroarbeitsplätzen. Hier so Gaststühle. Natürlich hier auch Aktenschränke, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aktenregale natürlich auch. Also so ein kleines Büro, klein aber fein. Sitzen mal hier so zwei Leute, die dann eben die Auftragsannahme machen und alles, was so anfällt und kontrollieren und eben nachbestellen. Dann hier in der ersten Etage ist eigentlich hier nur ein Flur. Hier wollte ich vielleicht noch so eine kleine Sitzgelegenheit hinbauen. Und hier kommen wir dann sozusagen in so einen großen, kleinen Konferenzraum. Großes, übertrieben kleinen Konferenzraum, wo man halt eben auch so sitzen kann, kleine Konferenzen machen kann. Hier hat man auch eine Tafel, hier auch nochmal ein paar Bücherregale. Dass es halt auch wirklich so nach einem Meetingraum aussieht. Ja, hier hat man auch eine schöne Aussicht nach draußen auf die LKWs. Hier kann man schön auf die Hallen gucken. Ja, alles ein bisschen kleiner, aber muss ja auch nicht so riesig immer sein. Also ist ja, ja. So, ja, hier oben habe ich sozusagen auch nochmal so ein kleines Panoramadach. Finde ich auch ganz cool. Habe ich aber nicht ganz so aus Glas gelassen. Hier habe ich noch so Slabs gemacht, weil ich finde, das sieht. Passt sich nochmal von außen auch nochmal, sieht nochmal ein bisschen schicker aus. Und ja. So, ich überlege gerade, ein bisschen Zeit hätten wir noch, aber habe ich noch was zu zeigen? Nee, ich habe gerade nichts mehr zu zeigen, habe mich ein bisschen vertan. Gut, ja, dann würde ich sagen, wird das heute mal ein kürzerer Part. Hier haben wir nochmal, wie gesagt, die LKW-Werkstatt, also LKW-Hersteller, sozusagen wie ein Teil der Industrie habe ich gebaut. Also die Metropole wächst und wächst immer wieder. Ich bin auch fleißig dabei, schon andere Gebäude zu bauen. Und ja, kommt auf jeden Fall noch eine Menge auf euch zu. Und ich denke mal, ihr könnt noch gespannt sein, was noch alles kommt oder was noch alles gebaut wurde. Ich werde im Nachhinein, denke ich mal, jetzt auch gleich noch zwei Parts aufnehmen. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.